zwar schon wieder in dem Gebäude, das ist ja faszinierend. Eieiei. Wow. Jetzt reicht es da drin. Ich bleib mal besser in Deckung. Die kommen nämlich zurück, zumindest einer von den beiden. Ich hoffe, der kommt her. Dann können wir den nämlich abstechen. Nein. Einen Moment mal. Ja, genau. Der wäre erledigt. Das kann nicht sein. Ich war direkt hinter dir. Nein, das kann auch nicht sein. Der wäre ebenfalls down. Euch nicht schwerer als nötig. Unterstützungsgelegenheit wird. Die Schurken töten. Hä? Und von wem kriege ich hier bitte Unterstützung? Es ist doch nichts und niemand mehr am Leben. Ach so. Ihr Hurensöhne, Ruhe! Sind das Schützen oder sind das... Ich will eure Hände sehen. Monster! Muss die mal ganz kurz analysieren. Wir haben einen Schützen da drüben auf dem Dach. Vielleicht sollte ich den zuerst eliminieren. Ach du Scheiße, wie komme ich denn da rüber? Nicht bewegen. Schnell, 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 schnell. Beobachtet sie, Männer. Gott wird euch strafen. Ja, ja, Gott wird euch strafen. Den Schützen muss ich loswerden. Der könnte uns unsere Verbündeten oder unsere potenziellen Verbündeten abknallen. Auf die Guillotine. Nimm es weg. Zurück an die Arbeit. Keine Tricks. Das ist unmenschlich. Was war das? Behaltet sie im Auge. Bastarde. So. Erledigen wir den Fall auch noch. Auf die Guillotine. Komm, 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 schnell. Na, geht doch. Das ist unmenschlich. Wieso bist du schon befreit? Ich weiß nicht, unter wem ihr dient, aber habt Dank. Napoleon. Mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, Monsieur. So, die Schurken töten, haben wir erledigt. Die Wachen befreit, die helfen uns jetzt natürlich. Jetzt haben wir noch eine Ablenkungsgelegenheit. Ich plündere erstmal den Kerl hier. Ein Taschentuch. Boah, geil, ich habe mir schon immer ein Taschentuch gewünscht. Wo geht's denn hier überhaupt raus? Wie kommen die Typen hier raus? Muss ich denen jetzt nicht noch irgendwie den Weg ebnen? Na, keine Ahnung. Wir kümmern uns jetzt noch um die Ablenkungsgelegenheit da oben. Jetzt ist nur die Frage, wo... Da müsste ein Fenster offen sein. Still jetzt. Ich versuche zu schlafen. Es ist schön für dich, das interessiert mich aber nicht. Arno? Arno? Hä? Willst du mich verarschen jetzt hier? Alter, jetzt geht's. Eben wollte er nicht, ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich komme hier so an sich nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg nach oben finden. Da komme ich nicht rauf. Dann probieren wir es doch einfach mal hier. Na komm. Alter, es ist ja... Alter. Der kann jetzt nicht da an die Seite hochhüpfen. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Na gut, dann muss ich es nochmal vom Innenhof versuchen. Oder er backt hier gerade nur wieder rum. Das würde mich allerdings nicht wundern. Dann eben nochmal vom Innenhof aus. Ja, man sieht, wie die Steuerung rumbackt. Ich wollte eigentlich bloß nach draußen. Also, ich weiß, ich könnte natürlich Updates installieren. Dann wird zumindest das Klettern wunderbarer funktionieren. Und wahrscheinlich hätten wir auch eine noch stabilere Framerate. Aber das andere Problem ist einfach das... Moment, hier wollte ich noch gar nicht hin. Das andere Problem ist halt einfach, dass das wirklich so viele Fehler dann in dem Spiel drin sind, sowohl grafisch als auch spieltechnisch, weil es dann zu immer mehr Abstürzen kommt. Und es muss nicht sein. Es läuft ja jetzt einigermaßen und ganz ehrlich, rühren wir das Spiel nicht an, so wie es jetzt ist und gut ist. Sag mal, kommt man hier nirgendwo hoch? Das ist doch wohl ein Honig. Ich kann doch da... Also, macht er nicht, traut er sich nicht. Da komme ich so auch nicht hoch. Ich muss durch diesen Turm durch. Muss ich schon sagen, es ist jetzt aber vergleichsweise linear gehalten, das Spiel. Weil bisher hat man immer recht freie Entscheidungen, wo man hinkonnten, aber das hier, das ist jetzt wirklich ganz schön linear.
finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Sieh dir diese feinen Pinkel an. Wette, die haben nicht von Wasser und Brot gelebt. Durchsuch. Du siehst mich doch. Komm her und... Ja genau, jetzt komm her. Nein, jetzt, alter Arno, bleib doch in dem Ding drin. Es ist doch nicht wahr. Weißt du, wenn sie einfach nur verdächtig sind... Weil es hat er zwei Bomben geschmissen. Wenn sie einfach nur kurzen Verdacht haben auf ihn... Dann suchen sie nicht nach ihm. Das heißt, da drin verstecken bringt nichts, aber... Die suchen erst dann nach ihm, wenn sie auf ihn aufmerksam geworden sind, aber dann versteckt er sich nicht mehr da drin. Finde ich ein bisschen blöd gemacht, muss ich schon mal so sagen. Weil ich würde mich gerne in den Dingern verstecken und sie dann erledigen, wenn sie nach mir suchen. So, seid ihr jetzt dann fertig? Das wär's. Jetzt ist das nur noch der eine Kerl da, oder was? Den haben wir wohl etwas zurückgeschlagen. Oh, 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 Arno, komm, geh weg von der Wand! Meine Fresse! Entschuldigung! Was habe ich eben noch gesagt? Das Spiel läuft einigermaßen, jetzt hat er sich an der Wand festgebackt und wollte nicht mehr weg. Ja, stichen halt ab. Es ist dezent frustrierend, aber nur ganz, ganz dezent. Kann ich das Ding aufbrechen? Vielleicht helfen die mir? Nee, kann ich nicht. Gute Nacht. Attentate aus der Deckung 0 von 3. Ah, hier hätten wir Schloss zum Knacken. Das mache ich natürlich mal. Ich hoffe, dass es nicht so schwer ist. Ja, es geht sogar. Nummer 1. Ach, und das war alles. Schauen wir doch mal rein. Ich hoffe, hier gibt's irgendwas. Na klasse, hier gibt's gar nichts. Sogar die Fenster sind nicht offen, hä? Hä? Wozu bin ich denn jetzt hier gerade eingebrochen? Oder bin ich jetzt einfach nur blind und sehe es gerade? Ich bin grundlos eingebrochen, die andere Tür war nämlich schon offen. Tja, so viel dazu. Kann ich die hier auch aufknacken? Nee, kann ich nicht. Eieiei. Hier stimmt etwas nicht. Ja, hier stimmt etwas nicht. Aber wie ich gesagt habe, die kommen nicht, um nachzusehen. Nein, sie müssen erst einen Verdacht schöpfen. Und wenn sie das tun, dann kann sich der Arno nicht mehr in den Dingern verstecken. Das ist etwas dämlich. Dezent dämlich. Kommst du jetzt tatsächlich her? Nee, er kommt natürlich nicht her. Gute Nacht. Der starrt einfach nur die Tür an, warum auch immer. Ach, und jetzt sind wir in dem Turm, wo das andere Missionsziel auf uns wartet. Das heißt, finde ich aber trotzdem sehr linear gehalten. Kannst du sagen, was du willst. So, so viel zu dem Thema. Vorher ein bisschen drüben, ehe ihr euch ins Getümmel stürzt. Ich bin von einem anderen Schlag. Aber ihr helft mir jetzt, oder? So, damals 4 Artefakte, wir haben ein komplettes Fundstück. Einen kompletten Satz. Neue Belohnung freigeschaltet, die da wäre. Die da wäre. Ja. Sagen sie uns gar nicht. Hey, du hast eine Belohnung erhalten, aber ich sag dir nicht was. So, da haben wir wieder ein paar Gegner. Wollt ihr... Muss ich das irgendwie aktivieren, dass die mir helfen? Arno, wo willst du schon wieder hin? Muss ich das irgendwie aktivieren? Nee, gar nicht. Ich kann gar nichts machen. Die stehen jetzt einfach nur da. Okay. Die stehen einfach nur da so rum und das war's. Ach du meine Güte, und jetzt soll ich irgendwie einen Weg nach oben finden? Na, Prost, Mahlzeit. Noch eine?
Nein. Wieso? Okay, 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 hab gar nichts gesagt. Hat beide erledigt. Leute. Leute, helft mir doch mal. Ich hab euch auch geholfen. Hinter euch. Oh, hinter. Dreht euch um. Nicht ernsthaft. Ihr seid ja ein tolles Ablenkungsmanöver, ehrlich. Ganz ein tolles Ablenkungsmanöver. Diese Pfeifen. So, wenn ich mich jetzt da reinbreche, reinhecke, reinknacke, kriege ich dann irgendwas dafür? Habe ich da dann irgendwas davon? Lass mich mal kurz gucken, da ist ein Fenster offen. Das könnte uns vielleicht noch behilflich sein. So. Eventuell. Eventuell haben wir uns da einen Fluchtweg geschaffen. Ich weiß es noch nicht genau. Hier geht's jetzt raus und hier geht's jetzt nach oben. Hm? Oh, Verzeihung. Nein, haltet ihn nicht. Was ist das Grüne? Anzünden. Anzünden finde ich immer gut. Arno, magst du... Nein, keinen Moment mal. Du kriegst keinen Moment. Lasst mich. Alter Finne. Ach du Scheiße. Sperrgebiet betreten. Wir haben jetzt ein Ablenkungsmanöver gestartet. Schützen entfernt. Was? Ja, die Schützen sind alle auf mich aufmerksam geworden. Da hätte ich den Turm nicht anzünden müssen dafür. Ja, ja. Wo ist denn unser Hauptziel? Da kommt es gerade gerannt. Also müssen wir... Alter. Dann erledige ich jetzt erstmal die Schützen. Dann gehe ich hier auf die Pistole, dass wir zur Not auch schießen können. Ich weiß, wir sehen gerade nichts, aber... Doch. So viel zum Thema Schützen entfernt. Das hat ja super funktioniert. Hallo, Freunde! Jetzt blockt ihr den Schlag auch noch. Kleine Ratte. Mist, irgendwer schießt. Achso, mit Y schießt man gar nicht. Ich bin das so gewohnt aus den alten Assassin's Creed-Teilen. Au, verdammt. Das blockt man nicht. Boah. Ja. Der ist down. Nein, wir schnappen ihn jetzt nicht. Au. Aua. Du nervst. Ach, ich... Ei. Nein, Medizin. Ach, Mann, das ist doch nicht wahr. Spieler desynchronisiert. Ich habe gerade noch die Medizin genommen, aber das nimmt das Spiel nicht mehr an. Ach, verdammt. Jetzt habe ich sie eh fast alle gehabt, bis auf die zwei Pfeifen da. Wir müssen Gott sei Dank nicht nochmal alles machen. Gott sei Dank. Das wäre so mies. Ja genau, spring nicht an die Stangen. Spring überall dahin, wo ich nicht hin will, Arno. Hast schon recht. Aber nicht an die Stangen. Kann ich jetzt eigentlich das Ding... Nee, das habe ich schon angezündet, oder? Schaut zumindest so verkohlt und verbrannt aus. Und das wird mir nicht als Missionsziel angezeigt, also theoretisch. Da scheiß ich drauf. Ach, das Ding hat zwei Schuss im Lauf drin. Das ist ja geil. So, der ist weg. Lade nach. Der ist weg. Lade nach. Einen Schuss habe ich noch.
Au, komm schon. Zielen? Arno, zielen. Na toll, das war's dann. Stimmt etwas nicht? Nein, hier stimmt in der Tat etwas nicht. So, der dürfte jetzt durchdrehen und den anderen Kerl angreifen. Jawohl. Das heißt, die sind momentan beschäftigt. Haben wir irgendwo Gegner, die ich... Oh, warte mal. Jetzt muss der nachladen, komm. Das heißt, wir kümmern uns um den Kerl da. Du wirst jetzt ohne deine Kollegen auskommen müssen. Ach Mist, das blockt der auch noch. Was ist denn das für einer? Wir haben auch nicht viel Zeit. Boah, das war knapp. Mist, ich block immer zu früh. Mit Ausweichen kommt man dann gerade noch davon. Na komm schon. Er ist auch wieder so ein 5-Sterne-Gegner. Alter Schwede, das war knapp. Au. Mist, ich komme jetzt gar nicht mehr zum Rammen. Komm schon, stirb endlich. Blocken und drauf. Sei doch nicht so hartnäckig. Komm schon. X für ein Attentat, eliminieren. Arno daneben. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Valérie Luxembourg. Oui, mach dir sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Na, ist ja der Wahnsinn. Die Templer planen mal wieder eine Intrige. Attentate vom Vorsprung aus. Wir sollen aus dem Gebiet fliehen. Wir haben da hinten bestimmt noch Gegner, die kämpfen. Oder haben die sich alle gegenseitig... Das ist mir noch nie passiert. Die haben sich tatsächlich alle gegenseitig umgebracht. Faszinierend. Das ist in der Tat faszinierend. Weißt du was, wenn wir nicht alle Bonusziele erfüllen, ist es, glaube ich, nicht so tragisch. Das heißt, wir verschwinden jetzt von hier. Und vor allen Dingen, was ich jetzt auch machen werde, ist an dieser Stelle die Aufnahmesession beenden. Verdammt, hier kann ich nicht runterspringen. Und damit verabschiede ich mich dann erstmal von euch, liebe Freunde, und renne hier möglichst unauffällig durch die Masse durch. Ja, unauffällig vor allen Dingen da hinten. Moment, da hinten haben wir einen Händler. Und wir haben eine leichte Hellebarde erhalten. Weißt du was, ich gehe jetzt noch kurz einkaufen. Die Erinnerung ist abgeschlossen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.